So, jetzt muss ich endlich eine Stange haben. Der Meier hat es noch so geschissen, eine Schere gegeben. Was? Du bist bei der Meier gewesen? Ja, hat er doch erzählt. Geh helfen zügeln. Da kann sich denn der Typ nicht einmal eine eigene Zügelfirma leisten? Ja, Meier hat ihm wollen, dass ich. Du, wenn er plötzlich so ein Drachen auftaucht, dann musste ich verschwinden. Steve, ich sag dir, wie die Meier jetzt wohnt. Los, Willi, das interessiert mich echt nicht mehr. Das Kapitel ist abgeschlossen. Also hör bitte auf, immer von dem gleichen Scheissdreck zu schwätzen. Ja, ist ja gut. Ist ein bisschen komisch da drin, ohne sie. Ja! Wenigstens kommen ein paar Gäste. Oh, Künstler. Hallo zusammen. Hallo. Was wollt ihr da? Nichts Besonderes, aber... So. Ja, geh üben wieder mal, endlich. Der Keller ist geschlossen. Ja, dann gib mir den Schlüssel. Der Keller ist geschlossen für euch, endgültig. Verstehst du? Was? Nein, wieso denn? Weil der Schwarz andere Pläne hat. Er macht einen Treff für Fans von elektrischen Eisenbahnen. Seid lukrativer, sagt er. Das ist ja wirklich nicht ganz Bach. Das ist nicht eure Bar. Ich meine, ihr könnt das nicht einfach so drüber verfügen. Das ist nicht ein gratis Keller, wo man machen kann, was man will. Verdammte Schmarotzer sind. Steve, was ist los mit dir? Er hat einen schlechten Tag. Ja, allerdings. Sollen wir morgen wieder kommen? Los, Steve, wir haben das Konzertplan. Wir können es nicht einfach... Jetzt hört mal ganz genau zu. Die alten Zeiten sind endgültig vorbei. Ab sofort regiert der Schwarz in dieser Bar und ich. Also ich bin zuständig, damit der Umsatz stimmt. Und es gibt kein Maya mehr und kein Lilian mehr, die es nicht so genau nehmen. Party is over. Hey, verstanden? Steve, wir haben doch immer zusammengehalten. Bei dieser bierweichen Travershow. Wir sind jetzt auf dem aufsteigenden Arsch. Genial. Ihr seid die Grössten. Bei dieser Unterstützung ist das ja klar, gell? Jedem verdammten Schiss vor zu nachsäckeln, aber immer mit dem Stutz von den Alten. Ah, vergesst es doch. Nehmt mal den Finger raus. Dass du mal so ein Arsch wirst, hätte ich ehrlich nicht gedacht. Ciao, Steve. Guten Umsatz. Neumann durch hast du recht, Steve. Hure Scheiß ist das. Der Steve kann nicht viel dafür. Das ist der ätzende Schwarz. Red doch mal mit dem. Wenn sich der Steve nicht für uns einsetzt, hat das keinen Sinn. Aus dem Burghölzli an Lucky. Psychiatrische Universitätsklinik heisst das. Lucky? Was ist? Post? Was ist los? Sie haben gekündigt. Wir wollen einen Mittagsschlaf machen. Ja. Von meiner Mutter? Die hat an die Kleine geschrieben. Das ist ja unglaublich. Wieso weiss sie, dass ich da war? 5 Jahre habe ich nichts von ihr gehört. Nein. Was ist? Was ist passiert, Lucky? Und ich habe nie mehr mit ihm geredet. Nie mehr. Idiot. Wer ist gestorben? Hast du denn so deinem Grossvater gehandelt? Ja, viel mehr als an meinem Vater. Er ist der Einzige, der mir gehabt hat in dieser grauenhaften Zeit. In welcher Zeit? Als ich herausgefunden habe, dass ich schwul bin und irgendwie nicht wie die anderen in diesem Kaffee. Er hat immer gesagt, sei gut bist, los nicht auf die anderen. Jeder Mensch hat die Aufgabe, sich selber zu werden im Leben. Wenn du das schaffst, dann hast du gelebt. Das hat dein Grossvater zu dir gesagt. Ja, und warum hast du ihn dann nie mehr gesehen in dieser ganzen Zeit? Ich konnte nicht. Aber ich hatte immer ein verdammt schlechtes Gewissen. Mein Vater hat mir Hausverbot gegeben. Ich war nicht mehr sein Sohn, er hat mich einfach nicht mehr gekannt. So ein Arschloch. Ja, und deine Mutter, die hat er doch jetzt geschrieben? Meine Mutter. Meine Mutter ist total abhängig von ihm. Ich bin ihr schon wichtig, glaube ich, aber... Die Meinung der Nachbarn ist noch wichtiger. Und weißt du, meine Mutter hat brutal Angst vor ihm. Aber deine Mutter will dich wieder sehen. Lukas, wir suchen dich, hat sie doch geschrieben. Jo, ich weiss nicht, was ich machen soll. Hey, hat jemand einen hellblauen Top gesehen? Ich brauche das heute für die Party. Lothar, hast du die Wäsche da? Ich habe dir noch gesagt, dass ich es vielleicht noch... Was sitzt ihr eigentlich also grässgrämig um? Lucky geht's nicht gut. Das kommt schon wieder. Wo ist denn Gott verdammt mein hellblauen Top? Ach, der Maritza wartet. Ich muss arbeiten. Bis später. Schau, mein Grossvater ist im Grunde genommen ein lieber Sieg. Bis er auf die Idee kam, ich könnte in seiner Schokofabrik einsteigen. Soll ich es scharf machen?
Gary muss scharf sein. Am meisten macht mich fertig, dass er mich bei ihm nie mehr gemeldet hat. Von mir aus. Er hätte sich ja bei dir melden können. Er hat doch gemeint, ich wolle nichts mehr von ihm wissen. Wie von den anderen auch. Und ich habe es immer verdrängt. Von mir herangeschoben. Stell dir vor, er hat mich die ganze Zeit gesucht. Dann nimm doch den Kontakt wieder auf. Zu einem Toten? Zu deiner Mutter, denk. Die wünscht sich das sehnlichst. Das merkst du doch in eurem Brief. Das schaffe ich nicht. Probier mal. Das ist aber super, wirklich. Nice. Hey, ich finde nicht, dass Lucky das sollte. Was? Ich finde nicht, dass deine Familie wieder treffen sollte, so wie die dich behandelt haben. Und jetzt, wo es so schlecht geht. Schau, und dein Grossvater macht so auch nicht mehr lebendig. Hm. Also ich glaube das nicht. Das kann sein wie eine Heilung. Eine Heilung? Klar, es braucht sehr viel Mut, logisch. Aber was hast du zu verlieren? Sie hat einen Schritt auf dich zugemacht und von wo du herkommst, das wirst du nicht mehr los. Und falls etwas schief geht, sind wir für dich da und das weißt du, Lucky. Ich sag dir, mach's. Papi übernachtet heute da. Das erzählst du schon zum dritten Mal. Was ist denn da so schlimm? Wegen dem Stutz denkt der Thomas hat noch keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Genau das müssen wir nicht klar machen. Mir? Das machst du schön. Ich muss sowieso. Der Maurizio wartet. Hey, Lotta, ist der Gloss gut? Der Gloss ist der Hammer. Sag mal, besonders ist eigentlich nicht mehr im Kopf. Oh nein. Und ich bin vielleicht mega froh darüber. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Ciao. Hallihallo. Hoppla. Ich bin da. Hoi. Hört sie? Wo ist sie her? Julia interessiert sich nur noch für Lipgloss. Für Lipgloss? Habt ihr mir etwas zu trinken? Ein Bier? Wenn ihr Durst. Ich komme direkt aus China. Ah ja? Wo war sie? Das war viel besser, als ich dachte. Also wenn die erst einmal auf den Geschmack kommen in China. Es ist so eine ähnliche Situation wie damals, als Gokki auf den chinesischen Markt kam. Drei neue Produktionsanlagen. Sag mal, seit wen interessierst du dich für das Geschäft? Apropos Geschäft, was hast du mir für eine Lösung anzubieten? Sorry, Leute, aber ich glaube, der Thomas wird das mit Ihnen alleine besprechen. Und ja, der Lucky und ich müssen sowieso noch über etwas reden. Sehr rücksichtsvoll. Also, Thomas, was hast du dir überlegt? Job oder Uni? Papi, ich kann im Moment nichts ändern. Ich muss jetzt dranbleiben an der Musik. Es gibt für mich nichts anderes. Bitte, begreife ich das auch. Wenigstens Wirtschaftskonsi. Richtige Musik machen. Außerdem gibt es so gute Jazzschulen. Ich mache andere Musik. Das, was ich da mache, das ist mein Leben. Und ich werde Erfolg haben. Warte ab. Okay. Es ist noch keiner ein Künstler oder ein Musiker geworden, der nicht darum gekämpft hat. Noch keiner macht was willst, aber nicht auf meine Kosten. Das ist für die Miete. 2'000 pro Monat. Und ab jetzt ist es ernst. Sonst wird die Wohnung aufgelöst. Ist das klar? Ich kann das nicht. Du kannst es. Du kannst es. Lucky. Lukas. Lukas, komm doch hin. Lukas, es ist wie ein Wunder, dass der Brief über die Behörde wirklich zu dir gekommen ist. Und das ist? Ich bin Lotta. Grüezi. Lotta, was für ein schöner Name. Lotta, herzlich willkommen. Sie sind ja eine Fräulein. Sitzt ab. Wollt ihr ein Stück Zitronenkuchen? Mama, ich bin kurz zum... Das sehe ich doch, warum du gekommen bist. Um mir die Lotta vorzustellen. Der Papa ist leider noch nicht da. Aber da bleibe doch noch ein bisschen, hä? Natürlich, Frau Schmiede. Wisst ihr was? Jetzt gehe ich Tante Grete holen. Jetzt wird die Augen machen. Nein, bitte nicht, Mama. Ich bin kurz zum... Ich wollte wissen, wie ist der Grosspapa gestorben? Ja, ganz plötzlich. Aber... Ich will jetzt nicht an so etwas Trauriges denken. Ich gehe jetzt Grete holen. Mama, warte! Ja, Ursi, ich habe dir das schon immer gesagt.
Aber glaubt habe ich es nicht mehr. Ach, ich habe schon immer gesagt, wenn er sich ausgetobt hat, kommt er zurück ins Dorf. Ach, wenn noch der Heinz schon aufwacht. Schambar hübsch ist sie, gell, Gretli? Sehr hübsch. Lustige Frisur hat er. Merci. Wohnen ihr in Zürich schon zusammen? Wir wohnen in einer WG. Ah ja? In der Kommune? Siehst du, Gretli, sie wohnen schon zusammen. Kennen dich euch schon lange? Mama, es ist nicht... Schon gut. Ich will nicht indiskret sein. Und ihr, Lotta, was macht ihr? Geht ihr noch in eine Lehre? Nein, ich studiere. Und du, Lukas, du hast jetzt einen richtigen Beruf, gell? Und nimmst keine Drogen mehr, hä? Nein, also mehr Job in einem Reisebüro. Oh, es ist alles gut gekommen. Wo der Heinz auch noch bleibt, er wird eine schambare Freude haben. Und was machen wir im Reisebüro? Dass du den Rang noch gefunden hast. Zum Znacht bleiben darf er noch. Ja, Ursi, wenn du für Bratensauce einen halben Rahmen nimmst, dann merkt man immer einen Unterschied. Oder? Das glaubt ihr doch auch. Er ist schon wegen dem Cholesterinspiegel. Heinz, schau, wer da ist. Was machst du da? Warum sagst du mir nicht? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich doch auch nicht. Was fällt dir ein, hierher zu kommen? Ich hocke da, wie nichts wäre. Da haben wir wieder hinter meinem Rücken abgemacht, hä? Wir haben gar nichts abgemacht. Heinz, bitte. Der Lukas ist heimgekommen. Wer ist denn die? Das ist die Lotta. Grüezi. Sie ist immer noch gleich aus. Wie Haar. Nichts hat sich geändert. Gar nichts. Papa, ich... Ganz viel hat sich geändert. Der Lukas nimmt keine Drogen mehr. Wer es glaubt? Schau doch, das Fräulein. Ja, wirklich, Heinz. Und arbeiten tut er auch im Reisebüro. Im Reisebüro? Und das Schönste ist... Mama, los, es ist... Er ist verlobt, Heinz. Das ist doch das, was du dir immer gewünscht hast. Jetzt schau mal das herzige Fräulein an. Verlobt? Hm? So.